So, wie ihr seht, hier wird mal wieder schwer malocht. Bisschen was verändert. Da wird sich sehr viel ändern in nächster Zeit an der Karre. Ich fange jetzt aber gerade erstmal mit an, die TÜV ready zu machen. Und ihr seht, Felgen sind ab, Reifen sind abgezogen. Dieser scheiß schwere Berg Gummi liegt da oder steht da. Ja, was ich jetzt gerade mache, ist erstmal die ganzen Sachen abschleifen, weil die Felgen werden jetzt lackiert. Ihr seht, ja, sie sind jetzt nicht optimal geputzt, aber ne, Hochglanz, Original, Alufelgen von Kawasaki. Absolut das Schlechteste, was es überhaupt fürs Gelände gibt. Und deswegen habe ich hier zum Beispiel schon meine Felge. Die habe ich schon mal abgeschliffen. Klar, ich kriege jetzt nicht jede kleinste Macke da raus. Darum soll es auch gar nicht gehen. Wie gesagt, die werden lackiert. Schön mit 2K-Lack. Und ja, da die wie im Gelände eh wieder Macken kriegen, werde ich da jetzt auch nicht so viel Geld reinstecken. Das heißt also, die Arbeitsstunden vom Abschleifen bis und die 30 Euro für zwei dosengescheiten 2K-Lack, die müssen völlig ausreichen. Und ja, ich bin mal gespannt. Es werden auch noch ein paar Sachen von der KFX denselben Prozess durchlaufen. Aber die Ergebnisse, die zeige ich euch dann am Ende. Ich wollte jetzt nur an den Felgen mal zeigen, worum es eigentlich geht. Und ja, dann schauen wir mal, wenn ich alles hier soweit abgeschliffen habe. Also, da sind wir wieder. Es ist jetzt ein, sind jetzt 2 Wochen vergangen seit dem ersten Videoabschnitt. Es ist ein bisschen was dazwischen gekommen beim Lackieren und ich muss noch mal von vorne anfangen. Hab das Wetter ein bisschen falsch eingeschätzt und ja, die ersten Lackschichten quasi wortwörtlich in Sand gesetzt. War ein bisschen windig. Naja, aus Fehlern lernt man. Vielleicht vorher mal besser den Wetterbericht für mehrere Tage und nicht nur für einen Tag begutachten. Aber ich habe jetzt die meisten Teile soweit fertig. Also hier ist jetzt noch das vorderste Ding vom Unterfahrschutz. Das kommt da vorne dran. Habe ich schwarz gemacht, weil ich noch schwarze Farbe über hatte und ich den 2K-Lack, den kann man ja nicht wiederverwenden. Wenn man den einmal aktiviert, dann hat man ja 8 Stunden Zeit. Bevor ich jetzt eine halbe Dose wegschmeiße, habe ich dann einfach noch den vordersten Teil des Unterfahrschutzes mit lackiert, weil ich noch was über hatte. Und ja, das ist natürlich jetzt hier das alles Alusilber. Aber das Schwarz, ich denke, das wird ganz gut aussehen. Vor allen Dingen, weil das Teil auch schwarz geworden ist. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe nichts zu der Verkleidung gesagt im ersten Abschnitt. Aber das Grüne wird ja nicht bleiben. Ich habe ja noch eine liegen. Habe ja gesagt, dass noch ein bisschen mehr Veränderungen passiert im Laufe der nächsten Zeit. Und ja, dementsprechend musste das hier das Grün hier weichen, weil das Teil habe ich tatsächlich nicht in einer anderen Farbe bekommen. Und bevor das nachher das Einzige ist, was noch grün ist, was scheiße aussehen würde, habe ich das jetzt einfach mal schwarz gemacht. Das wird wahrscheinlich auch nicht lange halten an diesem Plastikbumper, weil der doch schon einiges gelitten hat, seitdem ich den benutze. Aber ne, es ist halt auch nur, ja, übergangsmäßig. Ja. Hier sehen wir auch noch ein schönes Kawasaki, also ein KFX-Teil, das jetzt schwarz geworden ist. Das kommt auch da jetzt bald wieder dran. Und ja, dann haben wir hier natürlich jetzt hier den Variodeckel mit den Blechen, habe ich hier ein Video zu gemacht. Hier die Haube, die ich auch gemacht habe in dem Video, wo es um das hier geht. Habe ich jetzt auch noch schwarz lackiert, weil, ja gut, man sieht es natürlich jetzt im Lack seidenmatt. Da sieht man natürlich immer noch jede kleinsten Staubkorn drauf und kleinste Macke. Aber es sieht immer noch besser aus als vorher. Das war wichtig. Jetzt muss ich hier nur noch ein gescheites Gitter reinmachen. In einer gescheiten Farbe. Und dann ist gut. Hier habe ich auch nochmal zwei Teile in einem schönen Rotkontrast. Mattrot. Ich denke, das wird nachher an der KFX richtig geil aussehen. Das sehen wir dann, wenn die zusammengebaut ist. Da habe ich ja immer schon so rote Kontraste drin gehabt.
Und ja, ich hatte noch rot über. Warum ich rot über hatte, seht ihr gleich. Und da habe ich diese Seitenteile halt mitgemacht und den Bremshebel. Ich habe jetzt noch extra einen Bremshebel, den hatte ich noch von der Ersatzteilbombe rumliegen. Den habe ich mal rot gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich den einbaue. Der war auf jeden Fall ziemlich alt und rostig. Den habe ich einmal komplett abgeschliffen. Schönen matten Rot nochmal gelackiert. Den kann ich jetzt also theoretisch jederzeit einfach mal einbauen, wenn ich Bock drauf habe. Genauso wie diese Deckel, die ist nicht serienmäßig, die war vom Vorbesitzer wurden irgendwie mal gemacht. Die gibt es auch von verschiedenen Leuten. Ich glaube, inzwischen kommt man da nicht mehr dran, aber die gab es mal bei Bad Quad und bei Rabenbauer und ich weiß nicht, von welchem die hier sind. Die waren halt dabei, als ich meine Kaffees gekauft habe. Die kommen halt an den Seiten, da wo die Schwingenschrauben sind. Also die dicke Schraube von der Schwinge oder die beiden Schrauben, die die Schwinge hinten halten, die gehen ja quasi durch den Rahmen durch in die Schwinge rein, damit die Schwinge da bleibt, wo sie ist und die kommen nachher da drüber, dass man die Schraube nicht mehr sieht. Ja, dafür ist er da. Dann haben wir natürlich hier von der Trailtech Lenkerschelle habe ich das Teil lackiert. Das Unterteil habe ich jetzt noch nicht. Da war eine Macke drin, die habe ich jetzt erst noch bei jemandem, der mir hoffentlich schaffte, die da rauszumachen, dann wird das untere Teil auch noch nachlackiert. War nicht so einfach, weil das Emblem konnte ich leider vorher nicht rausnehmen. Das wäre mir kaputt gegangen. Das heißt also, ich musste das abkleben, dann das Ganze lackieren und ja, so ein bisschen am Rand sieht man es halt, dass es quasi nachher einfach nur drumherum lackiert ist und das Klebeband, womit ich das abgeklebt habe, wieder abgezogen wurde. Aber anders ging es nicht. Dann habe ich halt hier noch die Lichtmaschinendeckel von der KFX. Auch vom Vorbesitzer hatte ich ein Bild gezeigt bei Instagram, wie ich das vorher einmal poliert hatte, damit ich die kleinen Risse daraus kriege vom Lackieren. Daraufhin hat mich jemand angeschrieben und gesagt, dass das eine Firma ist aus Amerika, die ja, quasi Tuning-Teile herstellen. War mir gar nicht bewusst. Ich dachte einfach, das wäre der Vorbesitzer hätte das halt geil gefunden. Ja, heißt also, ich bin jetzt jahrelang mit Werbung auf dem Lichtmaschinendeckel von einer Firma rumgefahren, von der ich hundertprozentig sicher bin, dass kein Teil mehr in der KFX drin ist, weil der Vorbesitzer da wahrscheinlich entweder, ich weiß nicht warum. Entweder hatte der da mal ein Teil drin und hat es wieder ausgebaut, um es einzeln zu verkaufen. Oder er fand das ja einfach nur so toll, dass er es angebaut hat. Ich habe keine Ahnung. Da muss ich jetzt hinten noch mit Dichtpapier eine neue Dichtung dran kleben und dann kann ich das auch wieder einbauen. Ja, das bleibt sowieso nicht, weil irgendwie, ich finde ihn auch nicht so schön. Also, irgendwann mache ich mir nochmal einen neuen Lichtmaschinendeckel und dann kommt der hier weg. Dann kommt der bei eBay rein. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der darauf steht. Naja, man weiß ja nicht. Ist Alu, also aus dem Vollen gedreht, wie man sehen kann. Eigentlich ein gutes Material. Nur das, was da drauf gelasert ist, gefällt mir persönlich nicht so. Oder drauf gefräst. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Weshalb ich auch Rot gebraucht habe. Und ja, ich denke, die meisten werden gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es ist halt genau mein Ding. Ah, ist das cool. Das wird nachher, wenn meine Maschine komplett fertig ist mit allem, was da so an optischen Farbgebungen noch kommt, auf jeden Fall geil aussehen. Im Moment werden wahrscheinlich die meisten denken, wie kann der nur die Felgen so lackieren? Das passt ja auch überhaupt nicht zu dem Grün. Ja, da gebe ich recht. Aber ich kann nur betonen, da passiert optisch noch einiges. Man kennt es vielleicht auch von irgendwie Einsatzfahrzeugen, von großen LKWs, Feuerwehr und so. Die haben ja meistens diese, oder von der Flughafenfeuerwehr, die haben ja oft so weiß-schwarz lackierte Felgen. Ich finde, das sieht mega geil aus. Wenn die so sich drehen oder gerade wenn man im Gelände ist und kein Allrad anhat, dann dreht sich das hinten halt schneller als vorne, das sieht man dann richtig schön.
Finde ich nice. Ist halt Geschmackssache. Und ja, einzigen Fehler, den ich gemacht habe, man kann es sehr schön sehen. Das Schwarze ist seidenmatt und das Rote ist matt. Ja, das heißt, das Schwarze glänzt ein wenig und das Rote glänzt gar nicht. Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht auch hätte ich komplett matt nehmen sollen und nicht das seidenmatt für das Schwarz. Aber naja, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so viel Geld da reinstecken, weil es zerkratzt sowieso wieder. Es sind halt Geländereifen. Und ja, für quasi übergangsmäßig ist das ja völlig ausreichend. Wieder, die kriegt ja auch irgendwann mal, wenn ich Geld über habe, Beadlock-Felgen. Und dann kommen da eh Straßenreifen drauf. Dann kommen auf die Beadlock-Felgen irgendwelche richtig fetten Reifen ohne Straßenzulassung. Und auf diesen Felgen kommen dann irgendwelche straßentauglichen Reifen drauf, die ich dann fahre, wenn ich legal unterwegs bin. Ja, und soweit dazu. Und jetzt schaue ich mal, dass ich das Ganze soweit wieder zusammenschraube, dass ich mal sehe, wie die Felgen am Fahrzeug aussehen.